So, jetzt holen wir mal die kleinen Kerlchen hier raus. Das muss auch alles weg. Ich bin Malerin, Antikriegsmalerin. Ich male Reportagen über aktuelles Kriegsgeschehen. Und wir bauen diese Installation auf zum Thema: Soll das die neue Freiheit sein? Die Installation ist angelehnt an ein Bild, das ich vor 10 Jahren gemalt habe. Vor 10 Jahren ist die USA in Afghanistan einmarschiert. Und als Propaganda hat man damals die Care-Pakete, also gelbe Pakete, in den Bergen Afghanistans abgeworfen. Und man hat dann die Bilder im Fernsehen gesehen, dass die Frauen in ihren Burka-Gewändern zu diesen Paketen hingelaufen sind. Das diente also der Propaganda. Wir bringen euch die Freiheit. Was man nicht gesehen hat im Fernsehen, ist, dass man gleichzeitig an Ballons, Panzer einige Kilometer weiter weg heruntergelassen hat, und Panzer bringen nur den Tod. Diese Installation, die wir jetzt aufgebaut haben, ist daran angelehnt. Also das sind mittlerweile, nach 10 Jahren weiß wohl jeder, die Freiheit ist nicht mit diesen Care-Paketen und mit diesen Panzern gekommen, sondern nur der Tod. Also jede Menge zivile Opfer, natürlich auch Soldaten und Menschen, die da gestorben sind. Wir wünschen uns natürlich, dass die Besucher sich erst mal Fragen stellen, dass sie überhaupt mal sagen, hoppla, was soll das? Schöne Luftballons, was steht da drauf? Steht drauf, Freiheit versprochen, soll das die neue Freiheit sein? Denke ich mal, diese Frage stellen sich sicher auch die Angehörigen dieser Opfer. Und kommst du jetzt auch mit? Wir könnten jedes Jahr 2, 3 Kriegsschauplätze aufschreiben. Ja. Das Verrückte an der ganzen Geschichte ist, alle versprechen immer das Gleiche. Ja, den Menschen Frieden und Freiheit. Und es passiert ganz selten. Also am Ende liegen zigtausende, hunderttausende tot da. Also vieles davon ist gar nicht so breit bekannt oder so. Das ist einfach an so vielen Stellen Gewalt und Kriege als Lösung für Freiheit und Menschenrechte versprochen wird und das nur in seltensten Fällen, wenn überhaupt, zum Erfolg führt. Die Frage ist halt, was Freiheit ist. Ja. Ich glaube, selbst in Ländern, wo ich es kritisch sehe, wie zum Beispiel den Irak-Einsatz und den Afghanistan-Einsatz, haben bestimmte Bevölkerungsgruppen schon Freiheitsrechte dazu gewonnen. Die Frage ist nur, was es insgesamt bedeutet und wie viel das kosten darf. Ich würde es ganz banal so sehen. Es ist einfach erstmal ein Hinweis darauf, dass in vielen Regionen in der Welt halt noch Krieg herrscht. Und das, was auch zum Teil mit unseren Interessen, die wir ja durch legitimierte Regierungen quasi mittragen, eigentlich gemacht wird, dass das nicht alles so okay ist und dass es eben nicht überall die neue Freiheit gibt, die wir vielleicht so uns erhoffen von vielen geführten Kriegen. Aktuelles Beispiel Gaddafi. Ja, Krieg ist ja generell nichts Gutes und wie auch da geschrieben wird teilweise, dass es halt den Leuten gesagt wird, ja, es ist nur ein Übungsfall, und dabei ist eigentlich immer ernst, wenn Waffen im Spiel sind, und das ist eigentlich das Schreckliche daran. Ich denke auch gerade mit den Luftballons sollen nochmal ausgedrückt werden, dass es einfach immer um Versprechen geht. Versprechen, eigentlich jetzt kommt etwas Gutes und wir wollen doch nur helfen und wir wollen euch unterstützen und wir schicken euch doch Care-Pakete. Und in Wirklichkeit geht es nicht darum, irgendwelchen Menschen, denen es schlechter geht als uns, zu helfen, sondern es geht entweder darum, die Schätze eines Landes für sich zu beanspruchen, oder es geht darum, ihnen unsere Kultur aufzuzwingen und das, was wir als gut erachten. Und vielleicht ist es für diese Menschen gar nicht gut. Vielleicht möchten sie nicht so eine Konsumgesellschaft haben wie wir, und vielleicht sind sie viel glücklicher, wenn sie irgendwo Bauern sind und in ihren kleinen Familienverbänden leben. Und da helfen ihnen auch keine mit Care-Paketen versehenen Raketen und Bomber, die dann ihr Zuhause kaputt machen. Und ich fand es einfach schön, Luftballon, wie da auch geschrieben ist, mit der Seifenblase, die dann einfach platzt. Und es ist kein Geschenk darin, sondern es ist einfach nichts, was man am Ende hat nach einem Krieg. Ich finde wichtig, dass sie Position beziehen hier. Ich finde es wichtig. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob ich ihre Botschaft, die ich denke, die sie hier vermitteln, unterstütze, weil ich bin der Meinung eben, dass Leute, die nach Hilfe schreien, dass man denen helfen soll. Ja. Das ist so, wenn in der U-Bahn jemand zusammengeschlagen wird. Es ist aber auch so, wenn ein ganzes Land nach Hilfe schreit. Ja, es ist aber ein Tatsachenbericht. Es sieht aus wie etwas Gestelztes, aber diese Szene könnte so tatsächlich irgendwo in Afghanistan stattgefunden haben. Dass da Leichen auf Matten liegen?
den Care-Paket überreicht. Ja, man hat beides geworfen, Panzer und Care-Pakete. Oder beziehungsweise die Soldaten sind dann an Fallschirmen aufs Hochplateau geschwebt. Gleichzeitig hat man Care-Pakete geschmissen. Die Freiheit zerplatzt wie Luftballons.